Wenn ich mir die alten Videos von Johnny anschaue, kann ich manchmal nicht so ganz glauben, was in der Zeit alles passiert ist. Achtet mal auf den Schritt. Mir war das irgendwie gar nicht so richtig mehr bewusst, aber es ist immer mal gut, auf alte Videos zu schauen. Schaut euch mal den Schritt an. Ein kurz, ein lang, ein kurz, ein lang. Ja, es ist kein Pass, aber er geht tatsächlich deutlich kürzer. Und im Trab sieht man, wie er hinten gar nicht unter den Schwerpunkt tritt. Weshalb ich dieses Video mache oder gemacht habe, soll einfach die Antwort darauf sein, wie hast du das hinbekommen? Denn es gibt nicht nur den einen Weg. Es sind viele, viele Dinge, die in den letzten Jahr passiert sind. Also seit November 2019. Und ganz ehrlich, ich weiß auch nicht, wie ich das hinbekommen habe letztendlich. Ich habe mir einfach dieses Vertrauen von diesem Pferd wieder zurückgeholt. Ich habe ihm von Tag 1 selber vertraut und ihm mein Herz gegeben. Und das kriege ich jetzt zurück. Ja, wenn man das sieht, kann man sich wirklich nicht vorstellen, dass dieses Pferd lebensgefährlich sein sollte und durchgegangen ist. Also ich kann mit ihm auf die Galoppbahn, ich kann mit ihm ins Gelände, ich kann mit ihm aufs Stoppelfeld, wie man hier sieht. Ich kann ihn ohne Sattel reiten. Heute bin ich auch erst wieder auf der Wiese, saß ich einfach nur drauf und habe mich gesonnt, während er gefressen hat. Ganz besonders schön finde ich seine Entwicklung, wie er, ja hier fängt er so richtig an, mal so ein bisschen zu tanzen. Und was viele halt auch nicht wissen im Umgang, war ja auch nicht einfach. Ja, er war nur mit Führkette zu führen und mittlerweile kann man ihn am Strick führen, am Hänger anbinden und er steht ruhig und er vertraut mir. Und ja, es ist einfach das Gesamtpaket, weshalb er jetzt so ist, wie er ist. Es gibt noch so viele Videos und Momente, die ich euch zeigen könnte, aber ihr kennt ja auch die meisten und es gibt nicht diesen einen Tipp. Also ich kann euch nicht sagen, warum er jetzt kein Hitchhiker mehr ist, toi toi toi. Er steht jetzt draußen ohne Fliegenschutz und da sind die Kribbelmücken und er kommt dann her und sagt, hier kaum mal mein Ohr, dann kraul ich sein Ohr, also er spricht sehr viel. Man muss sie nur deuten, die Pferde, man muss sie nur verstehen und immer wieder in Frage stellen, was man da macht und warum Pferde das machen, was sie da machen. Ich kann mir nicht im Ansatz vorstellen, was dieses Pferd durchgemacht haben muss. Aber ich weiß ganz genau, dass ich für ihn alles tun werde, dass er das vergisst und ein Pferd ist, was glücklich ist und zufrieden ist und keine Schmerzen hat. Und das zeigt, dass wir Menschen auch besser sein können.